Liebes Publikum, vielen herzlichen Dank für Ihr Kommen, für Ihren Applaus. Und wir haben das Gefühl, wir haben Ihren Geschmack und Ihren Spaß und Freude getroffen. Es sind viele zu nennen, die an so einem riesigen Projekt mitgewirkt haben. Ich werde das jetzt nicht tun, es steht vieles im Programmheft drin. Wir haben Chöre, und das muss ich vielleicht nochmal sagen, es ist ja ein Mädchenchor, und ich bekam immer wieder die Frage, warum sind da plötzlich Männer und wo kommen die her? Wir haben für dieses Projekt einen Männerchor ins Leben gerufen, der jetzt plötzlich entdeckt hat, dass sie für lange Zeit zusammenbleiben wollen. Was gibt es Schöneres da als so eine Situation hervorzurufen? Es sind Herren aus Potsdam von der Universität. Es sind fünf Herren vom Chamber Choir of West Pomorian University of Technology, Tschechien. Es sind Herren aus Berlin und natürlich auch aus Frankfurt und der Umgebung. Das wollte ich gerne nochmal sagen, um diese Frage zu beantworten. Von der außergewöhnlichen Faszination des Chors aus Weißrussland konnten wir uns auch der OB ja am Freitag schon überzeugen. Und ich glaube, auch heute haben Sie nichts offen gelassen, was diese Frage angeht. Es ist beim deutsch-polnischen Orchester so üblich, dass wenn wir in Kirchen spielen, das letzte Wort der Musik gehört. Und damit kann jeder machen, was er will. Aber wir sind der Meinung, es gehört in eine Kirche auch das Schlusswort der sakralen Musik. Und deshalb haben wir uns für ein Ihnen sicher sehr bekanntes, kurzes Werk entschieden. Sie hören aus der Johannespassion, wie alle, für dieses Haus vor allen Dingen. Ja, und ich hoffe, Sie hatten ein schönes Konzert.